Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Ja, nach meinem abgeschlossenen freien Spiel hatte ich erwähnt, dass ich hier diesen Challenge Mode, den ersten Level, schon aufgezeichnet hatte. Und das ist auch richtig, aber allerdings habe ich die Aufnahme wohl irgendwie verschlampt. Deshalb werde ich das Ganze jetzt nochmal neu machen. Ich werde das jetzt jeweils so machen bei den Levels, dass ich da jeweils, also das von Grund auf mache. Und damit ihr aber, wenn ihr jetzt nur die Lösung haben wollt, nicht das ganze Video durchgucken müsst, könnt ihr auch unten dann direkt zur Lösung springen. Da werde ich eine Zeitmarke setzen. Und ja, solange werde ich da halt rumfummeln. Ich werde jetzt gleich auch erstmal erklären, wie das ganze Puzzle hier funktioniert. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich wahrscheinlich zwischendurch also ich werde erstmal einen Plan ausarbeiten, dann einen Screenshot von dem Plan machen und dann am Ende diesen Plan nachbauen. Wieso, das werde ich gleich nochmal erklären. Also wir fangen jetzt nochmal an mit dem ersten Level auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Und das ist, kann ich vorwegnehmen, echt nicht einfach. Also legen wir los. Und das funktioniert jetzt so. Wir haben hier eine, ja, limitierte Karte mit einer Kiste in der Mitte. Und wir haben hier links oben unsere Zielvorgabe. Wir haben im Moment einen Kontostand von 0. Wir brauchen 3000. Wir haben dafür 10 Minuten Zeit. Und wir haben, ja, 10, wir bekommen 10 Geld oder wie auch immer, Punkte für ein Zahnrad, wenn wir das bauen. Wir haben Kohle. Und wir haben hier Eisen. Wir können hier Sachen kaufen in diesem Gebäude. Und die ganzen Baugebäude, die wir hier brauchen. Und je nachdem, wo wir was abbauen, kostet das Geld. Und das ist etwa von dem Zentrum aus. Und das ist jetzt auch der Punkt, wieso man da einen Plan machen sollte und das dann nochmal neu abbauen sollte. Also ich zeige das jetzt hier mal. Ich habe das ja weggemacht. Das kostet jetzt 3. 3, 3. Und umso weiter weg, umso teurer wird's. Ja. Also hier rechts unter der Kiste ist irgendwo der Nullpunkt. Und umso weiter man davon wegkommt, umso teurer wird's. So. Wenn ich jetzt hier Sachen kaufe, wir haben 10.000... Man kann allerdings, glaube ich, unter 0 gehen. Das ist auch war kein Problem, wenn ich mich recht erinnere. Wir können jetzt hier beispielsweise Sachen kaufen, die kosten 30 und so weiter. Und wenn wir die aber jetzt nicht verwenden, dann werden die wieder draufgerechnet. Also wir können jetzt das starten. Und wir können jetzt auch die Zeit also schneller abspielen lassen und so weiter. Und dann wird das jetzt automatisiert. Die werden die Sachen produzieren, da reinbringen und so weiter. Jetzt haben wir dann beispielsweise hier verkackt und können sagen, neu laden. Das Problem ist aber, dass diese Sachen nicht aufgefüllt werden. Wenn ich also jetzt am Schluss einen Plan habe, so will ich das haben, dann kann ich hier nicht das wieder zumachen und damit das Geld wieder bekommen. Weil hier werden Unsummen von Geld draufgehen. Also das hier ist extrem viel, was man da an Geld verpulvern kann. Also allein das hier, damit sind wir jetzt quasi schon im Negativen. Wir sind bei minus 1000. Jetzt sind wir wieder bei 800. Wahrscheinlich sind jetzt die... Ja, hier haben wir halt noch die Sachen drin. Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz Sinn gemacht. Dass wir da jetzt... Ja, der rechnet das irgendwie seltsam auf. Das erschließt sich mir jetzt auch nicht ganz. Wieso der beim Starten hochspringt und dann aber nicht mehr runter. Und dann haben wir die Sachen aber im Inventar. Moment, ist das irgendwie kaputt? Wir kaufen jetzt mal... Was ist denn das Teuerste? Das gibt's doch nichts. Wir kaufen jetzt einfach mal davon ganz viel. Alle. So. Wenn ich jetzt starte, na, sind wir bei 1000. Ich meine, die habe ich jetzt im Inventar. Die kann ich jetzt natürlich hier hinbauen. So. Da
Das sollte jetzt entsprechend trotzdem der Rest umgerechnet werden. Ja, genau. Die kann ich natürlich jetzt hier wegnehmen. Ah genau, jetzt haben wir nochmal 5000 quasi aus der Bank genommen. Also da gibt es jetzt keine so eine Limitierung. Jedenfalls, das hier können wir rückgängig machen, indem wir die einfach nicht mehr bauen. In dem Moment würden wir das Geld wieder einsammeln. Aber was man nicht rückgängig machen kann, ist halt dieser ganze Kram, den man hier wegmacht. Wenn der einmal weg ist, dann ist auch das Geld weg. Und deshalb müssen wir da jetzt erstmal... Ja, ich starte jetzt hier mal neu. Wir können das ja auch möglichst passend zusammenbauen erstmal. Wir können das versuchen, das auf dem ersten Versuch, also von vornherein richtig zu schaffen. Aber ich glaube, das wird nichts werden. So, wir müssen also, unser Ziel ist es also, diese, ja, Zahnräder zu bauen. Wir brauchen also Förderer, elektrische Förderer. Nehmen wir mal 3. Wir brauchen dann Schmelzöfen. Und wir brauchen Kohle. So. Und ich werde jetzt mal... Und wir müssen natürlich den Strom rüberbringen. Und ich nehme an, dass der beste... Also hier oben könnte man natürlich auch Strom bauen, aber das hier ist weiter weg von der Mitte als das hier. Deshalb macht das da, glaube ich, mehr Sinn. Also wir brauchen eine Pumpe, wir brauchen einen Heizkessel und wir brauchen eine Dampfmaschine. So, und das Ding, das müssen wir also... da, glaube ich, hinbauen. So. Und der würde jetzt entsprechend das Zeug in den Heizkessel reinhauen. Wir könnten natürlich auch Rohre bauen. Der würde das auch nicht nach oben so bringen können. Naja, könnte er schon. Da müssten wir dann... ist wahrscheinlich immer noch besser, als das nach unten zu bauen, weil das halt zu weit weg ist. Ja, ich könnte das so machen. Mauer ist im Weg. Machen wir mal weg. Ja, das hier ist auch schon sehr teuer. Aber da führt halt kein Weg dran vorbei. So, dann bauen wir das. Und dann müssen wir ja diese Dampfmaschine noch bauen. Und die können wir jetzt auch nicht da dran bauen, weil da so Felder sind, wo man halt nichts haben kann. Aber was wir machen könnten, ist das hier bauen... Und dann da zwei Sachen noch wegmachen. Ja. Und da kann man halt jetzt ganz gezielt nur die passenden. Ich glaube, das ist natürlich jetzt auf jeden Fall zu klein, aber ich gucke nochmal gerade. Also noch eins hoch müssen wir und zwei nach links. So. Und da müssen wir natürlich die wegmachen, weil wir dann ein Rohr hinbauen müssen. So, jetzt baue ich hier die Dampfmaschine hin. Wir brauchen ein Rohr. Ne, wir brauchen zwei Rohre. Eins da und dann noch eins dahin. So, jetzt können wir das beispielsweise starten. Und ja, da kommt halt jetzt keine Kohle rein. Wir könnten... Und das werden wir dann auch wahrscheinlich machen. Wir können hier auch Kohle kaufen und die sofort da reinlegen, damit der sofort Strom produzieren kann. Und das werden wir auch machen müssen, weil von nichts kommt nichts. Irgendwo muss das Ganze ja, ja starten können. Also jetzt haben wir hier ja, kurz produziert und dann ist er auch direkt gestorben. Neu laden. Der hält halt jetzt hier nur ganz kurz. Wir müssten jetzt natürlich auch noch hier diese Stromdinger irgendwo hinsetzen. So, jetzt wäre das ja angebunden. Und der ist aber natürlich dann direkt, hat direkt kein Material mehr. Da müssen wir also mindestens 2 reinlegen. Ansonsten braucht er gar nicht anfangen. So.
Hier könnten wir dann auch beispielsweise an der Stelle schon die Sachen reinlegen. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auch mal gucken, ob das wie sinnvoll das ist. Ja, wie wir da die am besten verlegen, diese Fließbänder, weil die Fließbänder, die kosten auch, aber die sind, glaube ich, sehr, sehr günstig. Naja, 5 ist auch nicht ganz günstig. Also unnötig lang Fließbänder bauen ist vielleicht auch nicht die beste Idee. So, also damit kriegen wir halt da erstmal Strom. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier müsste auf jeden Fall einen Greifarm hin, weil ansonsten würde der ja, nichts einladen können. Und das ist auch der höchste Punkt. Also machen wir da einen Greifarm. Der zieht dann da die Kohle rüber. Man könnte natürlich jetzt hier beispielsweise auch hingehen und einen roten Greifarm bauen. Der würde das Ganze dann da über die Mauer drüber ziehen. Dann bräuchte man das da nicht alles abreißen. Das wäre, glaube ich, sogar günstiger. Also das könnten wir jetzt beispielsweise... Na, das würde ja sowieso nicht funktionieren. Doch, würde es. Wenn wir den hier hinbauen, dann könnte der ja... Jetzt kaufen wir mal ein paar davon. Der könnte ja das sofort nach links bringen. So. Und dann können wir... das darüber ziehen. Das hier sind ja nochmal 2. Also wenn wir, dann müssen wir das hier noch offen machen. Das machen wir dann noch. So. Das heißt, so müsste das, da haben wir noch keinen Strom, aber wir können ja auch hier. Das hier würde ja jetzt quasi schon funktionieren. Und der würde die Kohle da reinfeuern. Und damit haben wir jetzt hier erst schon mal Strom. Ohne dass wir hier eine zusätzliche Verschwendung haben. Die Dinger hier abzubauen, das ist wahrscheinlich auch unnötig. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Kohle wir überhaupt brauchen. Also, ob wir da noch mehr hinbauen müssten. Aber dann könnten wir das auch so machen. Also, ich glaube, am sinnvollsten wäre es, das so zu bauen. Und wir wären jetzt mal... Da können wir ruhig direkt mal ein paar mehr kaufen. Wir gehen jetzt hier runter. Der legt das dann da drauf. Und dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze eben nach oben bekommen. Zum Eisen hinten und wie wir dann das Eisen bauen und wie viele wir überhaupt dann davon brauchen. Ich nehme mal an, dass wir 3 davon mindestens brauchen. Und dann könnte man aber auch noch überlegen, das muss ja dann natürlich auch noch in die Schmelzen rein und von den Schmelzen müsste es auch noch weiter verarbeitet werden. Und die können das nicht direkt in die Schmelzen reinhauen, weil die Schmelzen dafür wiederum zu langsam sind. Also da muss man das auf jeden Fall auf Fließbändern stauen. Also die hauen das ja jetzt hier auf diese untere Seite drauf. Was an der Stelle jetzt nicht so elegant ist, aber wir können ja... das so machen, dass das dann auf der anderen Seite rauskommt, wenn wir hier einfach noch eine Gerade hinbauen. Gucken wir aber erstmal, dass wir hier die irgendwie unterbekommen. Fangen wir mal an, dass wir... Ja, da hat man natürlich jetzt groß rumexperimentieren, kann man hier jetzt eigentlich nicht, weil man da ja halt auch wieder abreißen müsste. Und hier müsste man ja auch noch ganz viel wegmachen. Das hier ist halt das günstigste Gelände. Von daher macht es Sinn, hier unsere Fabriken und so weiter drauf zu bauen.
Also da weiß ich jetzt nicht, ob drei reichen. Wie machen wir das am besten? Und wo wir diese drei hinbauen? Wir könnten den beispielsweise hier hinsetzen. Dann würden die alle das von unten draufhauen. Und wir müssen drei Teile abreißen. Ja. Viel Platz haben wir da halt, oder viel Spielraum haben wir da halt nicht. Moment, da müssten wir nicht nur die drei, sondern wir müssten natürlich auch noch das daneben abreißen, weil ja dann das Fließband da hochkommen müsste. Alternativ könnten wir auch beispielsweise den hier abreißen. Damit könnten wir den eins tiefer bauen. Moment, dann machen wir das, glaube ich. Dann könnte man da einen hinbauen. Und den hinbauen. Dann würden die nämlich das Eisen alles auf die linke Seite hauen. Ohne dass wir hier nochmal zusätzlich was draufbauen müssen. Ja. Machen wir so. Kaufen wir noch ein paar mehr. Okay. Wir können da auch tunneln. So ein Tunnel kostet 20. Das ist halt günstiger, als diese Teile abzureißen. Also sollten wir hier auch einen Tunnel bauen, kaufen. Aber wo sollten wir da hin tunneln? Oder was ist da das günstigste? Ja, schwer zu sagen. Ich schätze, wir sollten da auf jeden Fall natürlich die maximale Reichweite holen. Moment, ich baue mal. Ne, Moment, das hier muss ja sowieso auf so einen Fließband drauf. Und die legen das von unten. Das heißt, das müsste da auf jeden Fall durchkommen. Wir könnten den beispielsweise bis hier hinsetzen und dann nach links rüberfahren. Ja. Wir könnten alternativ noch eins weiter nach links gehen. Da würden wir nicht viel durch verlieren. Und oben, ja, ich würde hier halt ein teureres quasi kaufen, aber das mache ich jetzt. Damit nehmen wir oder haben wir hier minimal mehr Spielraum. So. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier überhaupt brauchen. Es kann sogar sein, dass das hier so funktioniert. Also das müssten wir jetzt hier hinbauen. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ob der das da auf die richtige Seite packt, aber das werden wir dann sehen. So, der müsste hier sich umdrehen. Das hier ist halt super günstig. So. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Wir haben noch keinen Strom, aber das ist jetzt kein Problem erstmal. Naja, schneller. Da müsste. Na, der ist mit sich selber komplett. Vier, fünf. Müsste der nicht irgendwann komplett voll sein? Ah ja, genau. Ja, das funktioniert. Also das wird da, kommt da rein und wird da durchtransportiert. Wunderbar. Das hier funktioniert also so.
Jetzt müssen wir aber auch gucken, wie wir den Strom da hinbekommen. Aber das ist jetzt eher nebensächlich, weil wir hier sowieso noch Krams hinbauen müssen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch, können wir direkt 5 kaufen. Bauen wir den... Na, sollten wir da was hinbauen wollen, dann müssten wir da auch anders hantieren. Ich baue jetzt den erstmal hier hin. Müssen wir mal schauen. Jetzt hätten wir auf jeden Fall Kohle und wir haben Eisen. Und jetzt müssen wir da draus Stahl bauen. Und dazu müssten wir jetzt diese Schmelzöfen, möglichst günstig irgendwie hinstellen. Und wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen ja auf jeden Fall was dafür abreißen. Also beispielsweise könnte man hier einen hinbauen. Der würde sich dann einfach von links beide Materialien ziehen und das dann rechts draufhauen. Und könnte das dann auch direkt auf einen auf dem Fließband hauen. Und wir müssten hier jetzt 3 von wegmachen. Aber hier weiter rechts sind die ja sogar noch günstiger. Also haben wir da jetzt eigentlich so viel gar nicht gewonnen, wenn wir das hier machen wollten. Ja, der müsste hier ja sowieso durch. Wir könnten den da hinten bauen. Aber dann, wo würde er das Zeug hinlegen? Wir sollten das natürlich hier auch, ich sag mal, möglichst kurz halten. Ansonsten müssen wir nämlich 2 Fließbänder durch diese ganze Karte durchlegen, was natürlich auch nicht optimal ist. Also umso mehr wir hier unten direkt hinsetzen, was das halt direkt rausnimmt, umso kürzer muss dieses Fließband dann werden, wo der ganze Kram drauf liegt. Wir brauchen halt ja, die Kohle und Eisen. Da oben müsste der andere auf jeden Fall durch. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Wenn ich das hier oben hinlegen wollte, dann müssten wir das Fließband, wo das rauskommt, halt noch weiter drüber bauen. Oder wir bauen die halt nach oben. Die legen das, den Kram, wir müssen das ja von da aus danach noch in so ein verarbeitendes Ding reinhauen. Also da rein. Wir könnten natürlich auch damit anfangen und sagen, ich glaube, das hier ist, das rechts ist am günstigsten. 5. Oder war das unten am günstigsten? Jetzt halten wir das mal so. Der müsste ja aus dem Fließband das da drauflegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt ausreicht mit einem. Es kann sein, dass man da 2 braucht. Das hier muss ja auf jeden Fall dann auch weg, weil da muss auf jeden Fall ein Fließband ankommen. Ja, man könnte das jetzt hier nach oben setzen. Ich bezweifle allerdings, dass das von dem Platz her ausreicht. Wir könnten hier auch ein bisschen drumherum bauen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das funktioniert. Also wie wir das am besten anstellen.
Und das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil man eigentlich nichts, also man muss hier im Kopf planen oder man reist halt ab und dann startet man neu und baut dann alles akribisch nochmal genau so auf. Das ist halt hier jetzt nicht so wahnsinnig schön gemacht, sage ich mal. Ich glaube, das reicht, beziehungsweise das wird hier nach oben zu teuer. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, hier eine Schleife zu bauen und das hier, was verhältnismäßig günstig ist, dann für die Produktion zu nehmen. Und wir legen den Kram da unten drauf. Das heißt, wir würden beispielsweise hier, das ist ja direkt daneben, da bauen wir dann, da müssen wir jetzt sowieso ein paar mehr von holen. Da würden wir das aus diesem Gebäude rausnehmen. So. Der würde entsprechend die Zahnräder bauen und braucht die Eisenplatten. Genau. Können wir hier noch den Altmodus, oder ich meine, das ist sowieso ja nicht viel, was hier passiert. So. Und der müsste natürlich mit dem Zeug gefüttert werden. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Bäumen ist, ob man die abhacken kann. Ja, aber theoretisch kann man da auch drunter gehen, also das wäre auch kein Problem. Also wir könnten hier, wir hätten noch eine Dreierbreite, das heißt, hier könnten wir noch ein zweites hinbauen, dann machen wir das auch. Aber das kann man schon sehen, ist gut teuer. Und vielleicht war das auch nicht ganz optimal, weil den hier hätten wir theoretisch eins weiter nach links setzen können. Aber gut, wir nehmen jetzt den hier und damit hätten wir das auch. Und theoretisch, das hier können wir damit bauen, könnten wir sogar da durchtunneln. Aber das Problem ist natürlich, dass die hier ja auch irgendwoher die Kohle bekommen müssen. Und die müsste ja hier drüber laufen. Also dann muss der die Kohle von da rausnehmen und der beispielsweise da. Oder nicht die Kohle, sondern die das Eisen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ein Arm dafür reicht. Das werden wir dann auch sehen. So. Naja. Falls wir da noch ein drittes brauchen, könnten wir nach oben expandieren, sage ich mal. Hier werden wir mit Sicherheit so nicht hinkommen. Die Frage ist jetzt, ob ich das da schon abreißen soll. Wir brauchen auf jeden Fall, ich sag mal, mindestens drei von den Dingern. Wahrscheinlich aber deutlich mehr. Wahrscheinlich eher vier und davon müssen wir wahrscheinlich auch nochmal eins bauen. Also, wo würden wir denn drei am besten hinbauen können? Wir könnten die, wenn wir hier eins freilassen. Also nehmen wir mal an, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr von. Nehmen wir mal an, wir würden hier eine Reihe machen. Dann würde ich ja da so einen Greifarm hinsetzen. Da, das Ding ist nur zwei groß, das würde also hier das einnehmen. Und dann würden wir hier nochmal einen Greifarm haben und der würde das Ganze dann nach oben transportieren. Also das würde, wenn wir das direkt da drüber bauen, würde das sogar funktionieren. Ja.
Ich glaube, das klingt gar nicht so blöd. Dann bauen wir die sehr stark hier nach unten. Dann müssten wir nur gucken, wie wir das da hinbekommen. Also hier machen wir jetzt. Hier machen wir jetzt die Fließbänder. Oder ein paar, die ja das Zeug da transportieren. Wir könnten die sogar noch weiter nach unten machen. Dann müsste ich bloß das dahin. No, also nochmal runter und dann rüber. Das ist aber wahrscheinlich günstiger, als hier Sachen abzureißen, weil die Fließbänder so günstig sind. Also nehmen wir uns hier nochmal den zusätzlichen Platz. Das heißt, dass das hier das unterste ist, wo theoretisch einer arbeiten kann. Kaufen wir uns noch ein paar davon. Also hier müsste ein Greifarm hin, der das aus der Schmelze rausnimmt. Und hier unten könnten wir eine Schmelze hinbauen. Das ist super günstig da. Ah, da habe ich jetzt insgesamt vier. Ist wahrscheinlich, weil den Rest kriegt man da eh erstattet, also das ist kein Problem. So. Genau. Ah, wir. Ne, das nach oben und unten geht nicht, aber ja, das würde schon so funktionieren. Dann bauen wir hier drüber noch eins und dann da drüber noch eins. Und dann könnten wir theoretisch hier auch noch eins hinbauen. Ja, das lassen wir jetzt erstmal. Unten ist günstiger als oben, also machen wir die unteren platt. Die legen den Kram halt da drauf. So, die brauchen natürlich jetzt entsprechend das Material von dem Fließband. Und das hier müssen wir auf jeden Fall wegmachen, weil, oder das untere, aber dann müsste man einen anderen Greifarm bauen. Ich glaube, der ist teurer, oder? 15 statt 10, ja. Also den machen wir weg. Wir brauchen drei Stück, die sich das Zeug greifen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die auch alle versorgt werden. Und das sollte dann auch so schon funktionieren. Das wird jetzt insgesamt, glaube ich, zu wenig sein. Außerdem müssen wir den Strom noch hinbekommen. Und dazu müssen wir natürlich jetzt auch irgendwo elegant Sachen abreißen, wo das dann hinpasst. Oder auch nicht. Das geht sogar so. Okay. Konnte man den. Ne, den kann man nicht noch mit dem gleichen einfangen. Okay. Ja, jetzt müsste ich das hier noch abreißen, um den anderen dahin zu bauen. Der käme auf jeden Fall nicht an die unteren ran. Also müssen wir den hier abreißen. Und dann brauchen wir noch mehr. Das hier müssen wir auch auf jeden Fall abreißen, sonst kriegen wir die drei nicht versorgt. Und jetzt haben wir aber noch ein Problem, dass wir ja, noch zwei quasi bauen müssen. Einen hierhin auf jeden Fall. Und jetzt haben wir den noch, der nicht versorgt ist. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, wo wir noch weitere Teile hinbauen. Aber ich werde jetzt da mal das Ding noch hinsetzen. So, und jetzt starten wir mal.
Jetzt können wir sehen, dass da... Ja, da wird das Eisen reingelagert. Da kommt die erste Kohle an. Und es sieht so aus, als wenn wir hier zu wenig... Der müsste aber gleich mit seiner Kohle fertig sein. Der ist jetzt auch am Arbeiten. Genau. Und der ist auch mit Kohle voll. Und jetzt sollten die eigentlich alle am Feuern sein. Das heißt, und da stapelt sich die Kohle jetzt. Ja. Also Kohle ist theoretisch da. Wir haben halt eine 40 Sekunden oder 30, 35 Sekunden oder sowas, wo am Anfang die Kohle halt ja erstmal sich da hocharbeiten muss. Und dann funktioniert das aber. So. Und hier... Kommt insgesamt noch ein bisschen zu wenig an. Also der hier ist nicht dauerhaft am Arbeiten. Und der hier auch noch nicht mal. Ja. Also da müsste auf jeden Fall noch mehr passieren. Wir bräuchten mindestens noch eins mehr. Unser Ziel sind ja 3000. Wir spulen jetzt mal vor und gucken mal, wie weit wir da kommen. Das ist eigentlich, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ja. Dir fehlen 2001 Münzen. Okay. Jetzt müssen wir nochmal eine Investition machen. Wir müssen hier oben noch eins hinbauen, was dann das Zeug da reinbringt. Und ja, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade günstig. Also reißen wir hier ab. Und den. Und den. Und der muss auch weichen. Ja. Eins, zwei. Das dahin. Dann bauen wir... Ja, brauchen wir noch zwei davon. Der nimmt das auf. Und der bringt das weg. Und jetzt ist der wahrscheinlich auch nicht mit Strom versorgt. Genau. Ja, und dann kommen die zusätzlichen Kosten noch drauf. Und das ist natürlich so eine Sache, die würde man... Also wenn ich jetzt weiß, da muss ich noch eins drüber bauen, dann könnte ich das halt auch direkt planen. Und es ist, ich vermute fast, dass wir da nicht drum rumkommen werden. Dann könnten wir direkt noch eins bauen. Im Moment sind die hier nicht voll ausgelastet und es wird mit einem mehr auch nicht voll ausgelastet sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es ist halt sehr leicht, sich hier verleiten zu lassen und immer größer zu bauen. Und dann wird das am Schluss auch nicht hinkommen. Weil, weil man natürlich auch immer größere Kosten hat. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ziemlich genau einen Tausender. Und das hier sieht mir auf jeden Fall schon nach mehr aus. Also insgesamt war das eine gute Investition. Irgendwann kann es natürlich auch sein, dass der beispielsweise nicht mehr mit dem Verbrennen nachkommt. Und dann ist man sowieso schon viel zu, hat man schon viel zu hoch gestapelt, sage ich mal. Aber man kann hier sehen, die sind nicht... nicht optimal ausgelastet. Uns fehlen noch 1305 Münzen. Das ist aber nicht so viel. Wie viel kostet... Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch eins hin. Das ist aber halt teuer. So. Und der müsste, ja, das entsprechend von da ziehen. Das hier kostet 20.
Wir müssen auf jeden Fall das abreißen. Und wir müssen das abreißen. Das hier würde nochmal 15 kosten oder sowas. Ja, 20, das macht auch keinen Sinn, das stehen zu lassen. Also ja, müssen wir auch abreißen. Aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine ordentliche Zusatzproduktion, die die aufbringen müssen, um das hinzubekommen. Also, machen wir noch mehr davon. 1, 2. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch 4 davon. So. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Wir könnten auch, wenn es am Schluss halt ganz knapp sein sollte, könnten wir beispielsweise, um die ersten 30 Sekunden besser auszunutzen, könnten wir Kohle kaufen, damit die eben direkt arbeiten können und nicht erst auf die Kohle warten müssen. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir jetzt mit den Schmelzen das Eisen hier verarbeitet bekommen. Also würden wir jetzt noch mehr davon bauen, dann würden die hier nicht mehr reichen. Bei der Kohle ist noch drüber, da ist noch Platz. Wie viel hatte eigentlich die Fabrik gekostet? Also vielleicht hätte ich sogar das hier schon kleiner machen müssen und nur mit einer Fabrik arbeiten, aber ich glaube nicht. Also es sieht an sich ja schon gut aus. Aber hier kann man jetzt auch sehen, da ist eigentlich zu wenig Eisen da. Noch nicht so viel zu wenig, als wenn der hier auslaufen würde. Jetzt hat er nichts mehr zwischendurch. Der ist jetzt nicht mehr bei der vollen Produktion. Wir haben jetzt noch eine Minute, um die letzten 1100 Hertz zu bekommen. Das wird wohl nichts werden. Aber viel fehlt nichts. Ja, 647. Also diese zusätzliche Investition da oben, die hatte sich schon gelohnt. Also das passt. Jetzt müssen wir nochmal gerade gucken, wie schnell das stapelt oder ob das überhaupt stapelt und der hier nicht arbeitet. Es sieht nicht danach aus, als wenn es überhaupt dazu kommen würde, dass der hier nicht arbeitet zwischendurch. Ja. Das heißt, selbst wenn wir da am Anfang Zeug reinbauen, wird es nichts nutzen, weil wir dann einfach früher kein Eisen mehr haben. Also, ja, jetzt sind wir quasi an den Punkt gekommen, wo wir dann irgendwie was ganz anders machen müssen, weil wir das noch weiter hochskalieren müssen. Und da ist natürlich immer die Sache, wenn man jetzt immer mehr, immer weiter baut, da landet man natürlich dann irgendwo, also da fehlt dann halt immer noch irgendwo ein bisschen, da muss man halt an irgendeiner Stelle muss man so einen kleinen Effizienzkniff dann nochmal rausbekommen, sag ich mal. Also wenn wir da jetzt nicht hinkommen, an den beiden liegt es auf jeden Fall nicht. Die sind ja, also die, ja, höchstens, dass das eine schon zu viel war, aber das kostet 30 und
selbst hätten wir das jetzt nicht gebaut, 100 hätten wir uns vielleicht gespart, wenn man das hier den Platz noch mitnimmt und so weiter. Also das wäre, hätte die Sache jetzt nicht fett gemacht. Wir könnten hier unten noch theoretisch eins hinbauen, aber da wird es halt kompliziert, da überhaupt noch diesen, ja, die Fließbänder hinzubringen. Dann müssten wir hier das beispielsweise auch noch weiter abreißen. Dann müssten wir diese 3 wegmachen. Oder die 4 hier, das Ding. Und dann müssten wir das etwas komplizierter machen, weil wir schlussendlich dann da was drüber heben müssten. Oder wir machen das unterirdisch, dass wir das unter die Kiste führen. Was natürlich jetzt auch schon nicht optimal ist. Der hier kostet 15. Das ist eigentlich ganz recht günstig. Und wir könnten dem das einfach vor die Füße legen. Und dann würde der das da rüberbringen. Naja. Das würde gehen. Aber mehr als eins könnten wir hier unten auch nicht mehr hinbauen. Wir bräuchten gleichzeitig aber auch noch dann eins mehr Eisen, sonst nutzt das ja alles nichts. Und wenn wir eins mehr Eisen haben, dann würden wir wahrscheinlich sogar 2 mehr davon brauchen. Und dann wird's schon etwas teuer, sage ich mal. Wo würde ich denn da noch ein weiteres hinbauen können, ohne dass das da zu Problemen führen würde? Wir könnten ganz grundsätzlich... Ja, also ich glaube, das hier kann weg. Das muss weg. So. Und dann werden wir das hier auch mal abreißen. So. Ziehen wir das nach oben. Die Kohle ist jetzt auf der rechten Seite. Das würde entsprechend dann auf die andere Seite fallen. Und den könnten wir... Das würde ja auch keinen Platz einsparen in dem Fall. Wir müssten da oder da noch was abreißen, fürchte ich. Hier unten da könnte man halt ja Minimalplatz rausholen, das macht aber nicht viel aus. Moment, mal den hier so hinsetzen. So. Bauen wir mal noch einen dahin. Ja, wir könnten das verhältnismäßig günstig machen, indem wir nur einen... Das sind 2. Den müssen wir ja irgendwie anders hinbauen. Das geht da auf jeden Fall nicht. So geht das aber. So, jetzt haben wir jetzt da noch nicht mal groß was zusätzlich abreißen müssen. Wir müssen natürlich den Strom wieder bauen. Ja, das ist aber auch gut. Ja, da haben wir das jetzt echt super günstig hinbekommen. Das hat natürlich auch wieder 50 gekostet. Die müssen wir auch wieder reinholen. Der hier ist auch der letzte quasi, der überhaupt darauf zugreifen kann. Weil jetzt müssten 2 quasi schon sich das Zeug von dem holen. Und dann ist da vorbei. Also wenn... Und das hier wird nicht reichen. Moment, dann machen wir das jetzt mal. Hier unten ist es auf jeden Fall super günstig. Aber, ja. Also da müssten wir das und das abreißen. Der würde das jetzt da rausziehen.
Ach nee, das funktioniert da gar nicht. Da müssten wir hier noch mal eins wegmachen. Ja. Ja, das ist jetzt, sieht ein bisschen blöd aus, aber dann könnte der nämlich das fertige Eisen nehmen und das da oben hinsetzen. Das ist natürlich hier eine verhältnismäßig teure Investition. Allerdings war das hier, das freizuräumen, ziemlich günstig. Ja. Die müssen aber jetzt auch wieder noch mit Strom versorgt werden. Das müssen wir ja auch noch bauen. Hier ist alles versorgt. Machen wir das hier hin. Ich nehme an, dass wir jetzt insgesamt wieder mit weniger Effizienz dastehen. Das kann jetzt sowieso noch nicht funktionieren, weil der hier ja noch nichts bekommt. Der müsste das da auch nochmal nehmen. Oder können wir die Mauern irgendwo hinbauen? Nee. The area is not resellable. Ah, okay, dann habe ich mich da vielleicht sogar vertan. Dann, wenn man die wieder hier hinbauen kann. Moment, ich reiße jetzt hier einfach mal was ab. Ah, okay. Ja, dann muss man nicht neu starten. Dann habe ich mich da vertan. Dann kann man das auch so machen. Das wusste ich nicht. Oh, der unten hat kein kein Strom. Ja, da müssen wir dann nochmal so ein Ding hinbauen. Mhm. Das funktioniert da ganz gut. Das hier funktioniert auch gut. Gucken wir mal. Ja. Dir fehlen 335 Münzen. Jetzt haben wir hier aber das, die Sache, dass wir nicht alles vom Eisen verbrauchen konnten. Der hier steht fest. Das heißt, wenn wir hier Kohle kaufen, zwei Stück, na, nur, eins dahin und eins dahin, das könnte sich jetzt schon wieder rechnen. Weil wir damit minimal Zeit gut gemacht haben. Was wir jetzt hier sehen können, ist, dass die nicht alles an, an Zahnrädern überhaupt noch verarbeitet bekommen. Der ist immer wieder zwischendurch am Pausieren. Pausieren, 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 weil der hier nicht mehr schnell genug nachkommt. Also theoretisch könnte man da sogar zwei bauen. Und dann kommt man aber zu dem Punkt, dass der hier nicht mehr alles wegbekommt, weil die dann natürlich zu schnell da unten bauen. Und dann würde das hier aber auch nicht mehr funktionieren. Vielleicht reicht das aber jetzt sogar. Oder dass wir halt noch um 10 oder sowas zu wenig haben. Ja, wie können wir das jetzt noch lösen?
wir hatten jetzt, Moment, ich... Die... Das stapelt sich aber nicht weiter an. Also eigentlich sind die... Ist die Balance zwischen dem Kram schon sehr gut. Also, die arbeiten zwar nicht 100% durch. Aber mehr käme ja hier auch nicht rein. Der hat zwischendurch halt, hat halt zwischendurch Luft. Das können wir aber leicht lösen. Indem wir das hier wegmachen. Und dem das da quasi direkt hinsetzen. Dann müsste der nämlich ja auch da drüber fahren. Und damit kann der auch durchproduzieren. Es kann aber jetzt sein, dass die dann hier entsprechend überfordert werden. Na, das sieht... Und der hier, der ist aber auch nicht überfordert, also dass der das nicht mehr drauflegen kann, der hat da keine Probleme mit. Ja, also das hier läuft eigentlich jetzt alles ziemlich perfekt, aber da müssten wir irgendwo noch diese, die letzten 300 oder was das war, rausquetschen. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Da staut es sich. Der hier kann nicht mehr produzieren. Wir haben jetzt 1 Minute und 40 quasi, um die letzten 1000 zu bekommen. Ah, noch 115. Ja, das könnte man eventuell einfach durch hier noch einen Greifarm lösen. Es kann aber sein, dass der dann überfordert ist. Es kann auch sein, dass das Ding dann überfordert ist. Beziehungsweise nicht das Ding, sondern der hier. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja, das heißt, ich müsste hier den wegmachen, das wegmachen. Ja, der hier ist wahrscheinlich damit am günstigsten. Also bauen wir den dahin. Den dahin. Und... So, und dann probieren wir das nochmal. Gucken wir mal, ob wir jetzt bei unter 100 rauskommen oder es sogar schaffen. Da stapelt sich noch nichts, das ist auf jeden Fall gut. Da unten, das kommt ganz gut alles hin. Ja, 2 Minuten um 1000, das sieht gut aus. Ja, super. Ja, Kontostand 3000 und
Glückwunsch, du hast dieses Level mit einem Vorrat von 153 Münzen abgeschlossen. Ja, und das war dann auch dieser Level hier. Und ja, sind wir ganz gut bei einer Stunde rausgekommen. Und ich habe auch noch wieder gelernt, dass man hier diese Wände auch wieder hinsetzen kann. Das wusste ich vorher auch nicht. Das macht es natürlich auch deutlich angenehmer, das noch zu spielen, weil man dann halt nicht das, wie ich meinte, upscreenshotten muss und das nachbauen muss mit perfektem Bau, sondern man kann dann halt nachträglich wieder die Teile hinsetzen. Gut, ja, dann werden wir uns beim nächsten Mal das zweite Level entsprechend ansehen. Dann sage ich auch hier erstmal ciao und bis denne.